Ich habe wieder ein paar Produkte, die tatsächlich schon ziemlich lange liegen, die ich endlich mit euch ausprobieren möchte. Ich muss jetzt endlich mal anfangen, alle meine Produkte, die ich irgendwann mal neu gekauft habe oder neu gekriegt habe, auch mit euch zusammen zu verwenden. Und heute habe ich zum einen diese Box hier, die habe ich letztes Jahr in einem Gewinnspiel gewonnen. Und zwar war das zum Pride Month. Da hat Catrice eine Box rausgebracht, die eben zum Beispiel Pinsel und auch eine Lidschattenpalette beinhaltet. Und dann habe ich noch ein paar Produkte von Kiko und ja, wir starten jetzt einfach direkt mal drauf los. Tatsache mit den Produkten von Kiko, weil ihr könnt vielleicht sehen, dass ich meine Foundation, meinen Concealer schon vorbereitet habe. Ich habe auch gerade schon abgepudert und ich habe hier, boah, ich glaube, es ist sogar schon 2 Jahre her. Ich mir, glaube ich, zu meinem Geburtstag mal bei Kiko ganz viel gegönnt, weil ich einfach mal die Marke ausprobieren wollte. Und ich habe auch schon einige Produkte mit euch zusammen ausprobiert. Und neulich habe ich erst wieder ein Produkt von denen gefunden und habe gedacht, Mensch, jetzt habe ich noch 3 übrig. Die nimmst du jetzt auch noch mit drin. Und zwar habe ich hier einmal den Happy B-Day Bellazza, also Happy Birthday, hübsche, Baked Blush. Schaut euch dieses Packaging an. Oh mein Gott. So sieht der Blush aus. Eine richtig, richtig schöne Farbe. Genau mein Ding. Weiterhin habe ich noch so ein Packaging und zwar ist das der Happy B-Day Bellezza Baked Bronzer. Der sieht so wunderschön aus, erinnert mich total an Hourglass. Das ist übrigens die Farbe 02 Sienna und das ist die Farbe On Movement 03. Ich glaube, die kann man so 1:1 leider nicht mehr kaufen, weil Kiko, glaube ich, auch so eine Marke ist, die relativ schnell ihr Produktsortiment erneuert. Und dann habe ich noch von dieser Sweet Affairs Reihe, da habe ich euch neulich schon mal so ein Blush-Duo gezeigt, noch ein Highlighter-Duo. Und zwar sieht es so aus. Also auch richtig, richtig schön. Sieht auch ein bisschen aus wie Hourglass. Starten tue ich natürlich jetzt mal mit dem Bronzer, weil Bronzer ist immer das Erste, was ich so an Gesichtsverschönerung sozusagen mache. Und ich gehe jetzt hier einfach mal mit dem Pinsel rein. Der hat auch schöne Schimmerpartikel mit drin. Gut was am Pinsel und hat kein Kickback. Gar nichts. Wow. Eher leicht pigmentiert. Aber wir schauen mal, ob man den auch aufbauen kann. Ich finde es eigentlich manchmal gar nicht so schlecht, wenn die nicht so krass pigmentiert sind, dass man direkt einen dunkelbraunen Fleck im Gesicht hat. Das lässt sich aber auch aufbauen. Ich kann mich aber erinnern, bei den letzten Produkten von Kiko, die ich hatte, die ich dann aufgebaut und aufgebaut und aufgebaut habe, dass es dann auf einmal wirklich ziemlich viel war und dass es auch sehr aufgesetzt aussah. Also ich bin jetzt, glaube ich, 4, 5 Mal reingegangen. Und ich finde das Ergebnis jetzt aber ganz schön. Also ich mag es, die Art, wie man ihn sozusagen aufbaut, den Bronzer. Also hier haben wir jetzt einmal den Bronzer, recht dezent, schön glowy. Und auf der anderen Seite ist halt keiner. Tut mir übrigens leid hier, dass ich so einen hässlichen Knubbel habe. Also ich tue mir eigentlich am meisten selber leid, weil zum einen mag ich den Anblick nicht und zum anderen ist es sehr unangenehm. Aber wurscht. Darum soll es heute nicht gehen. Ich mag den Bronzer wirklich gerne. Ich mag es auch, obwohl ich sonst eher stärker pigmentierte Bronzer mag, mag ich es auch mal wieder einen zu haben, der nicht so stark pigmentiert ist. Einfach, weil man ihn sehr angenehm und leicht aufbauen kann, Stück für Stück. Jetzt wollen wir direkt übergehen zu dem Blush. Ich nehme hierfür einen leicht abgeschrägten Pinsel von Leni Brush. Die Pinsel. Nee, wartet mal. Halt, stopp. Ich habe hier in der Box von Catrice auch Pinsel drin gehabt. Und zwar nehme ich diesen Pinsel hier. Ich mag hier diese leicht abgeschrägten Pinsel für Blush am liebsten. Sieht auf jeden Fall auch mega cool aus. Und genau, Love Has No Gender, auch wichtig. Und mit dem nehme ich einfach mal ein bisschen Produkt auf. Der sieht auch recht shiny aus. Hat auch gar kein Kickback. Wow. Und den trage ich mir jetzt mal hier oben drauf auf. Auch eher leicht pigmentiert. Aber es ist manchmal auch so, dass die gebackenen Produkte, dass man da oben erstmal so eine leichte Schicht sozusagen abtragen muss, bevor man so richtig in das Produkt reinkommt. Mir gefällt es total gut, was das für einen Schein hinterlässt. Das finde ich wirklich, wirklich schön. Ich zeige es euch auf der Seite nochmal. Seht ihr das? Wow. Gefällt mir. Der Pinsel ist ultra weich. Mag ich auch mega gern. Ich mag weiche Pinsel am allerliebsten. Und diese synthetischen Pinsel, die sind auch eher so ein bisschen bouncy, so, ne? Sodass die das Produkt, finde ich, nochmal ein bisschen besser auch verteilen. Also Blush ist auch eher leicht pigmentiert. Von der Farbe her gefällt er mir gut. Und auch der Schein gefällt mir richtig, richtig gut. Eigentlich bräuchte ich jetzt auch gar keine Highlighter mehr, aber natürlich möchte ich das hier auch noch ausprobieren. Vor allem, glaube ich, werde ich das mal so als Bronzer-Topper verwenden. Ich werde es mal swatchen. Zuerst diese Farbe hier. Ja, auf jeden Fall. Nicht so einfach so. Und die Farbe ist auch richtig schön. Sind beide sehr schön weich.
Vielleicht mische ich auch beide zusammen. Ich nehme jetzt mal diesen Highlighter Fan Brush, der in dem Catrice-Paket drin war. Und trage mir das hier beides zusammen einfach oben drauf auf. Finde ich richtig schön. Schaut mal. Man muss wirklich nicht viel verwenden. Man sollte auch eigentlich nicht so viel verwenden. Weil sonst ist es ein bisschen zu blinding. Ich möchte ja keinen Spiegel im Gesicht haben. Aber schön ist er. Beide zusammengemixt. Mag ich total. Weil der ist wirklich sehr hell. Der ist wirklich sehr dunkel, wie wir gesehen haben. Und beide zusammen sind der perfekte Mix. Finde ich. Wie findet ihr es? Also, die Kiko-Produkte hier mag ich. Bei meinem letzten First Impression-Video und auch tatsächlich bei den weiteren Verwendungen war ich relativ enttäuscht von Kiko. Es liegt aber auch daran, dass ich die Produkte von Kiko bei jemandem, bei einem ziemlich großen Influencer auf dem Kanal gesehen habe. Und die wurden mega gehypt und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist so günstig und das ist exakt dieselbe Qualität wie die High-End-Produkte. Und dann war es halt überhaupt nicht so. Ich hatte natürlich dadurch auch sehr hohe Erwartungen. Aber auch im Vergleich zu anderen Drogerieprodukten haben mir die nicht so gut gefallen. Diese drei Produkte hier allerdings, die finde ich ganz nett. Gut, Freunde, jetzt möchte ich diese Palette hier ausprobieren. Hier sind wirklich tolle, tolle Farben drin. Wir haben hier was fürs Gesicht, wir haben hier was für die Augen. Es ist natürlich vorwiegend eine Lidschattenpalette. Wir haben hier einen großen Spiegel drin. Das ist so ein Blechverpackung. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass die wirklich sehr bunt ist, aber auch für den Alltag was bietet. Also mir ist es immer ehrlich gesagt ziemlich wichtig, dass ich für alles ein bisschen was habe. Ich hätte sie mir wahrscheinlich normalerweise auch nicht gekauft, weil sie wirklich sehr bunt ist. Aber wir versuchen jetzt mal mit dieser Palette nicht so einen mega bunten Pride-Make-up-Look zu schminken oder Augen-Make-up-Look, sondern wirklich was für den Alltag. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Wir haben auch noch zwei Lidschattenpinsel drin, die werden wir auch gleich verwenden. Als erstes möchte ich aber mit einem großen, fluffigen Blendepinsel hier mal in diese Farbe reingehen. Gucken, wie weiß die ist und mein Augenlid etwas drauf vorbereiten. Sie ist hell, sie hält auch auf, aber sie ist nicht so ultra weiß. Ihr könnt halt damit erstmal schön euren Hautton ein bisschen ausgleichen. Ganz gut. Jetzt gehen wir direkt in die Farbe daneben rein. Das ist so ein, ja, wie soll man sagen, so ein pastelliges Altrosa, was aber sehr stark ins Graue geht. Und das tupfe ich mir mal auch noch ein bisschen auf und verblende es mir auch in die Lidfalte. Auch sehr, sehr hell. Sieht man eigentlich fast gar nicht auf dem Auge, würde ich mal denken. Außer, dass es sehr hell ist. Gebe ich mir auch am unteren Augenlid auf, am unteren Wimpernkranz. Und jetzt möchte ich mal in diese blaue Farbe hier reingehen. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob die mir steht, ob sie mir gefällt. Weil eigentlich blauer Lidschatten und blaue Augen, aber die geht auch fast ein bisschen ins Lilafarben. Und hierfür nehme ich diesen etwas größeren Packing Brush. Das ist ein normaler Packing Brush, der ist relativ fest gebunden. Der ist ein bisschen größer und auch ein bisschen fluffiger. Und mit dem gehe ich jetzt mal hier in diese blaue Farbe rein, nehme sie mir einfach so auf den Pinsel auf und dann setze ich sie mir hier ganz hinten aufs Auge. Wie gesagt, es soll ja auch noch alltagstauglich bleiben. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe jetzt mit der blauen Farbe. Die ist nicht sehr hochpigmentiert. Also habe ich mir jetzt ein bisschen mehr von erwartet, Tatsache. Weil schaut mal. Ja. Für den Zweck, für den ich die jetzt benutze, das heißt für einen Alltagslook, ist es eigentlich genau das Richtige. Aber wenn ich eigentlich so eine Palette kaufen würde, würde ich denken, dass ich ein bisschen mehr Pigmentierung erwarten würde. Ja, jetzt gehe ich mit einem anderen fluffigen Blendepinsel. Der ist von Maxim und Letizia. Das ist der mit der Nummer 2, ist auch einer meiner liebsten Blendepinsel. Mit dem gehe ich mal in diese Farbe hier rein, nehme sie mir gut auf und dann tupfe ich auch noch ein, zwei, dreimal in die Farbe hier rein, um so ein bisschen abzudunkeln. Ich mische also die Farben und die trage ich mir dann hier oben auf, tupfe sie auch erstmal und dann blende ich sie hier oben aus. Ich möchte also einen etwas natürlicheren Übergang schaffen von dieser blauen Farbe hin zu meinem eigentlichen Auge. Diese dunkle Farbe hier, die ist mir aber zu wenig braun, sondern viel zu grau, was das ein bisschen schmuddelig wirken lässt. Deswegen bin ich nochmal jetzt in diese orangenere Farbe reingegangen. Die ist sehr fuchsig und blende sie auch nochmal oben aus. Also sie sind wirklich alle nicht gut pigmentiert. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, gerade von Catrice, weil die machen eigentlich bessere Produkte.
Oder ich habe ein Sonntagsprodukt, weiß ich nicht. Oder Montagsprodukt, wie heißt es? Also es geht, ne? Ich habe jetzt was draus machen können, aber überzeugt bin ich ehrlich nicht. Schade. Ich habe mir jetzt die Farbe noch ein ganz wenig unten an den unteren Wimpernkranz gegeben. Und jetzt überlege ich natürlich, was ich mir für eine Schimmerfarbe auftrage. Ich glaube, ich werde mal alles swatchen, weil ich es einfach sehr spannend finde. Wir starten mit dieser pinken Farbe hier. Die sieht wirklich bright aus. Yep. Kann man machen, muss man aber nicht. Meiner Meinung nach. Dann haben wir so eine neongelbe Farbe. Die finde ich ganz geil eigentlich. Die kann ich mir schön vorstellen, mal so als Inner Corner Highlight, um ein bisschen was Besonderes zu haben. Aber Mensch, ich habe das gerade gar nicht gesehen, ne? Also hier haben wir diese pinke Farbe und hier ist die Neongelbe. Dann haben wir diese weiße Farbe hier. Die ist hier. Ja, sehr silbrig. Aber ich muss auch sagen, auch wenn man in die Farben reingeht, sie sind jetzt nicht so, weiß ich nicht, wie ich es kenne von Catrice einfach auch. Die blaue Farbe ist auch wirklich richtig schön. Und dann haben wir noch diese hier. Wird jetzt langsam herausfordernd hier. Die gebe ich mal hier hinten auf. Die ist schön. Die gefällt mir sehr gut. Die hat so ein bisschen was Goldiges mit drin. Dann haben wir noch diese Farbe hier. Die ist ja einfach sehr orange. Die mache ich auch mal hier direkt unter die andere Orange, damit man auch direkt den Vergleich sieht. Ne, ihr seht, die ist ein bisschen lachsiger und die ist wirklich sehr orange. Ist aber jetzt auch nicht so krass pigmentiert, wie ich es erwarten würde. Also es überrascht mich wirklich sehr. Dann haben wir hier diese großen Felder, mit denen kann man sicher auch gut mal einen Blush auftragen. Also als Blush stelle ich mir das hier sehr, sehr gut vor. Sehr schön. Und das hier ist wahrscheinlich eine gute Highlighterfarbe. Ja, kann man auch sehr gut verwenden. Ist aber auch sehr leicht wieder pigmentiert, ne? Jetzt haben wir hier einmal alle Farben. Und jetzt habe ich natürlich die Qual der Wahl. Und ich glaube, ich werde auch direkt mal diese Farbe hier nehmen, weil, glaube ich, auch einen schönen Kontrast gibt zu dem Blau. Ja, gefällt mir. Lassen sich auch nicht so gut auftragen. Also, ihr habt es vielleicht gesehen, wenn man quasi draufsetzt, dann ist einmal ganz viel dran und dann lässt es sich nicht schön nach hinten ziehen, was ich ja sonst eigentlich erwarten würde. Schade. Also die Farbe ist schön, da kann man wirklich nichts sagen. Aber die Pigmentierung, die Formulierung sagen mir nicht zu. Nee, leider nicht. Und dann nehme ich noch hier diese Highlighterfarbe, das, was ich noch am Finger habe, und trage mir das hier gleich mal im inneren Augenwinkel auf. Ich muss sowieso sagen, ich bin eigentlich nicht der größte Fan von Catrice Lidschatten, wobei sie letztes Jahr eine neue Kollektion rausgebracht haben, ein Standardsortiment, die ist besser. Aber eigentlich waren die Limited Editions schon immer ganz gut. Ich werde auf jeden Fall natürlich auch noch mal ein bisschen mit rumspielen. Ich meine, diese blaue und die grüne Farbe, die werde ich wahrscheinlich nicht allzu oft verwenden, weil ich es, wie gesagt, einfach für meine Augen nicht so optimal finde, für meine Augenfarbe. Ob der Look jetzt alltagstauglich ist oder nicht, darüber kann man sich sicher streiten. Ich werde jetzt mal noch diesen kleinen Brush verwenden und mir die blaue Farbe, Brush, und mir die blaue Farbe auch noch mal ans untere Augenlid eben. Und was ich auch noch mache, ich nehme mir so einen abgeschrägten Pinsel, so einen Eyeliner-Pinsel, und gehe nochmal in diese Farbe hier rein. Mir tatsächlich hier ganz hinten nochmal so in den Wimpernkranz auf, um es da auch nochmal etwas zu vertiefen und ein bisschen Dimension zu schaffen. Gut, ich habe auch noch eine Mascara von Catrice. Die ist aber, glaube ich, aus dem letzten Sortiments-Update. Ich habe zwar gesehen, dass es bald schon wieder Neues gibt, aber die ist sozusagen nicht aus dieser Collection. Das ist die Curl It Volume and Curl Mascara. Bisher bin ich ja kein ausgesprochener Fan von Catrice Mascaren. Vielleicht wisst ihr das schon. Aber wir schauen uns jetzt erstmal das Bürstchen an. Ist ein Silikonbürstchen, ist schön gebogen und sieht auf den ersten Moment schon vielversprechend aus. Ich werde trotzdem vorneweg eine wasserfeste Mascara auftragen. Und jetzt kommen wir zu dieser hier, die Curl It Volume and Curl, upsie, Mascara von Catrice. Ich drehe dann immer hier drin nochmal so richtig schön das Bürstchen rum, um ja schön viel Produkt auch ranzukriegen. Und dann schauen wir mal. Der Auftrag ist gar nicht so verkehrt, gibt schon ein gutes Volumen, vor allem macht sie auch den Wimpernkranz schön dunkel, was ich sehr gerne mag, weil es dadurch auch viel Fülle gibt. So sieht es aus, wenn ich nach oben schaue. Was ich an Silikonbürstchen immer mag, ist, dass die natürlich auch sehr gut durchkämmen und ich finde, der zweite Auftrag macht schon auch nochmal was her, oder? Nicht verkehrt.
Jetzt habe ich mir gerade noch überlegt, was ich für die Lippen mache. Und ich denke, ich werde gar nicht so viel machen. Ich finde, dass mein Augen-Make-up jetzt doch alltagstauglich geworden ist. Wenn ich jetzt aber so eine krasse Farbe auftragen würde, wäre es mir ein bisschen zu viel. Und manchmal mag ich auch einfach nur so diese puren Lippen. Und ich habe gerade noch dieses Produkt hier gefunden von Essence. Und zwar ist das der What the Fake Extreme Plumping Lip Filler mit Icing-Effekt oder Eiseffekt. Mit Pfefferminzöl und Hyaluronsäure. Und der ist durchsichtig und hat einen Pearly Finish. Und ich finde, dass das schon mal sehr, sehr cool aussieht, dieses Gemix hier, und den trage ich. Wenn ihr das sehen könntet, ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen, dass diese Farbe hier so changiert etwas. Spannend. Trage ich mir erstmal auf den Handrücken auf und dann nehme ich es mir auf und gebe es mir auch die Lippen. Riecht auf jeden Fall schon sehr mentholig. Und so sieht er aus. Ich würde jetzt auch dem Ganzen noch mal ein paar Minuten geben, um zu gucken, ob meine Lippen wirklich gefüllt werden. Ich habe ja wirklich sehr viele so Fältchen in den Lippen. Ich mag die eigentlich. Ich finde die eigentlich ganz nett. Ich mag es auch, dass dieser Stift diesen Icing-Effekt hat, also dieser Lipgloss diesen Icing-Effekt hat, was das Ganze an sich schon nochmal plumpt. Also das macht auch so diesen Gloss-Effekt nochmal mehr und sieht echt ganz schön aus. Es kühlt, aber ist gerade nicht allzu doll. Schaut mal. Also ich finde, das macht schon ganz schön. Es ist nicht zu krass. Es ist wahrscheinlich aber für manche zu krass. Also ich kann wirklich sehr scharfes Essen aushalten. Ich kann auch sehr dieses Kühlende gut aushalten, auch auf den Lippen, was viele nicht so mögen. Ich glaube, dann ist das nicht unbedingt was für euch. Aber ich mag das Produkt ganz gerne. Und das wäre jetzt auch der fertige Look. Ich finde, er ist alltagstauglich geworden. Ich mag sehr, sehr gerne diese Produkte von Kiko. Ich finde, sie passen alle richtig schön zusammen. Die Palette, wie gesagt, die hat mich sehr enttäuscht. Ich habe mir da wirklich viel, viel mehr erwartet. Ja, es ist halt, wie es ist. Es kann nicht jedem immer alles gefallen. Ihr könnt mir ja sehr gerne mal schreiben, ob ihr die Palette auch habt, ob ihr sie ausprobiert habt, wie ihr sie vielleicht findet. Dann haben wir hier diesen Lipgloss. Habt ihr gerade schon meine Meinung gehört? Und von der Mascara bin ich auch sehr positiv überrascht. Ich werde sie auf jeden Fall jetzt im Alltag auch regelmäßiger verwenden. Und das war das Video für heute. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, dass es euch vielleicht auch ein bisschen was gebracht hat. Auch wenn die Produkte alle nicht mehr wirklich neu waren und man manche auch leider nicht mehr kaufen kann, gibt es auch immer noch alte Produkte. Zum Beispiel diese Palette, die ihr wirklich eine Limited Edition war. Die habe ich neulich noch, ich glaube, bei Douglas gesehen. Schaut da auf jeden Fall auch mal rein, falls sie euch doch gefallen hat. Und jetzt, meine Lieben, bedanke ich mich natürlich wie immer bei euch fürs treue Zuschauen bis hierhin. Lasst dem Video gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, denn das hilft mir und meiner Reichweite und meinem Kanal und natürlich am Ende uns allen als Community total weiter. Und jetzt freue ich mich schon wieder aufs nächste Video mit euch. Und bis dahin sage ich wie immer, bis bald. Bye, bye.